So, jetzt, King Diddy, zeig dein Peace-Zeichen, richtig. Den Frieden, den hättest du dir wünschen sollen, aber jetzt hast du nun mal alle unsere Träume geklaut. Das ist zu spät, also du hast das Traumschloss geklaut. Und das kann ich dich nicht durchgehen lassen. Und das Telefon klingelt und ruiniert mir wieder alles. Ganz kurz, Shift F1. Nee, das war Strick. Das war nicht. So, jetzt aber. Es ist wirklich jetzt das Telefon gewesen, nur dass ihr es wisst. Ja, es war jetzt nicht, irgendwie... Ich muss jetzt... Oh, verdammt, ich muss jetzt auf Part 1... Oh, nein. Aber jetzt... Oh, shit. Ja, Diddy da... Schlecht. Sieht schlecht. So, ich muss jetzt ab sofort hier weiterspielen, Leute. Das ist, tut mir leid. Jetzt habe ich nämlich meinen alten Save-Stat überstattet. Ich habe mich verstattet und dass ich nicht nochmal herspielen werde, ist okay. Er ist hoffentlich klar. Weil ich wirklich keine Lust mehr auf diesen Boss habe. Obwohl er auch, wie gesagt, nein, ist der falsche Stat. Okay, Diddy. Ich muss mir einfach mal merken, dass ich... Hier, das kannst du gerne einsaugen. Nächster State. Jawohl. So, Diddy, es reicht. Es reicht. Es reicht einfach, Diddy. Es reicht. Es ist okay. Ja, Diddy, es reicht. Diddy, es reicht jetzt. Du hast allen die Träume gestohlen. Mir mein Essen. Mein Kuchen und was nicht alles und hast du nicht gesehen? Jetzt spring nochmal her, komm. Aua, ist egal, das kann ich riskieren. Und jetzt machst du mich auch noch nach, meinen Sauger. Das geht nicht, Diddy, so kann das nicht weitergehen. Ja, dein Peace-Zeichen, das kannst du dir sparen. Jetzt ist es definitiv zu spät. Nö, so will ich das nicht. So will ich... Nein, so will ich das. So will ich das haben. Spar dir dein Gespringe. Es reicht, Diddy. Es reicht. Oh, nein. Er springt da die ganze Zeit nur rum. Unfähig, irgendwas zu tun. Okay, Diddy, das ist ein klassischer One-on-One. Ich gegen dich. Und das wird meiner. Ja! Leider gecheatet, mehr oder weniger, aber ich habe ihn besiegt. Los, Diddy, flieg weg, ja! Ab mit dir! Das ist meine Musik! Ich habe ihn besiegt. So, und was passiert jetzt? Das kennen wir doch schon. Kirby wird zu einem Riesenballon. Und es fliegen Essen und alles aus dem Schloss. Und wir fliegen mit dem Traumschloss nach Hause. Direktor, Chief Designer, Masa Sakurai. Chief Programmer, Kuhai Miyabi. Programmer, Sunday Rain. GDF-Programmer Memmi Preco. Das kennt ihr alle schon. GDF-Programmer Tetsuya Notoya. Designer Mogami Kurant. Sound Composer Jun Ishikawa. Special thanks to Bubby. And special thanks to Cypher. Ich würde einfach mal Cypher sagen. Supervisor Bu Nakajima. Producer Makoto Kanai. And so many players. Kirby's Dream Land presented by Hall Laboratory, inklusive, and Nintendo. Heißt nicht inklusive. Thank you for playing. So. Nein, das Schloss wird fallen. Nein, die Sterne halten es ja. Stimmt. Kirby ist der Sieger.
Tschüss! Richtig. Genau so. Und damit auch Tschüss vom Let's Play, oder? Obwohl, es geht jetzt noch weiter so Cutscene-mäßig. Ja, Mann! Alle Gegner. Und mein Lieblingsmusik. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Wispy Woods. Und Poopy Bros. Sir. Ja, sind die Viecher? La la la. Lololo und la la la. Da 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 da. Das war der schlimmste Gegner. Kabula! Meiner Meinung nach. Und nach Didi natürlich. Schafi heißt es wie. Okay. Das ist Krako! Den werden wir noch öfter sehen in den Let's Plays. Da 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 da. Tuki, Kosa und Blooper. Blopper, Entschuldigung, das sind die neuen Gegner sozusagen. Hier auch die neuen Gegner. Skala, Chucky, Gaspar und Mr. Pumpkin. Blatzi, Grumpels, Pizza und Flotzo. Boomer, Benny, Comcone und Whiskers. Whiskers, die Katze war's. Und König Diddy. Und zum grünen Abschluss natürlich noch. Kirby. Nein. Das ist König Diddy. Das war's mit König Diddy. Was ist da passiert? König Diddy fliegt runter. Schon wieder ein neuer Modus. Das ist ein Scherz. You're our hero. Was denn jetzt noch? Kirby, ja, stupst ihn an. Vielleicht wird er wach. Oh, er weint. Oder weint er? Das sieht sehr traurig aus. Er weint. Oh nein. Das los, Kirby, ja, munter ihn auf. Für den Config Mode and more fun. Runter, select und B. Ja, das machen wir doch einfach mal. Also spaßhalber machen wir das jetzt mal. Wie weit sind wir jetzt eigentlich vom Part her? Ja, 8 Minuten, ist okay. Dann. OpenGBC. Öffnen wir es gleich nochmal. Ups. Runter. B und Select. Ah, jetzt kann ich hier die Leben verstellen. Was? Kirby? 5, 6, 7. Achso, die Leben und der Soundtest. Ja. Ihr könnt jetzt meine Musik hören. Die ganze Zeit. Da, 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 da. Okay, das denke ich war's dann auch. Jetzt habe ich alles freigespielt, was spielen geht. Ich kann Leben verändern, ich kann normale Leben verändern, ich kann den Soundtest machen, ich habe den Extra-Modus durch, ich habe den Normal-Modus durch, den Extra-Modus eventuell nicht so wie an manch anderer, aber das ist okay, denke ich einfach mal. Dann kommt das zu nächstes Projekt natürlich, Kirby's Dream Land Nummer 2. Und bis dahin, tschüss.